Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Done at Flip. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit nachfolgendem Geschäftsfall bzw. mit der Verbuchung dieses Geschäftsfalles. Stellen Sie sich hierfür vor, Sie betreiben ein Geschäft und benötigen Wechselgeld für dieses Geschäft und gehen hierfür zu Ihrer Bank und heben das notwendige Wechselgeld in Höhe von 2000 Euro von Ihrem Bankkonto ab, so damit Sie im Geschäft dann wieder ausreichend Wechselgeld zur Verfügung haben. Wie müssen wir dieses jetzt verbuchen? Hier können wir wiederum auf unsere vier gelernten Schritte zurückkommen. In erster Linie müssen wir mal uns überlegen, welche Konten sind von diesem Geschäftsfall betroffen. Erstens sehen wir hier mal relativ schnell, dass unser Bankkonto betroffen sein wird. Und darüber hinaus wissen wir auch noch, für was das Geld, welches vom Bankkonto abgehoben wird, verwendet wird. Also es handelt sich hierbei um Wechselgeld. Und wenn wir uns überlegen, wo finden wir dieses Wechselgeld vor? Das finden wir in der Kasse wieder vor. Also wenn Sie im Geschäft stehen und die Kasse vor sich sehen, dann legen Sie dieses Wechselgeld im Regelfall in die Kasse bzw. irgendwo ins Geschäft, wird aber dem Kassakonto zugeordnet. Das heißt, wir wissen einmal, wir brauchen einerseits das Kassakonto und andererseits das Bankkonto. Brauchen wir noch was? Nein, für diesen Geschäftsfall brauchen wir nur diese zwei Konten, Kasse und Bank, weil es handelt sich hierbei ja um keine umsatzsteuerpflichtige Transaktion und deswegen benötigen wir hier eben auch kein Vorsteuer- bzw. Umsatzsteuerkonto. So, jetzt wissen wir, welche Konten. Was haben wir als nächstes gelernt? Als nächstes haben wir gesagt, okay, wir nehmen immer unseren Kontenplan zur Hand und überlegen uns, um welche Kontoart es sich handelt. Und hierfür müssen wir mal schauen, wo finden wir das Kassa- und das Bankkonto. Das Kassa- und das Bankkonto finden wir jeweils in der Klasse 2. Einerseits mit der Kontonummer 2700 und andererseits mit der Kontonummer 2800. Und was wissen wir zur Kontoklasse 2 bzw. zu den Kontoklassen 0 bis 2? Es handelt sich hierbei um aktive, ich kürze es hier wieder ab mit Akt für aktive und BK für Bestandskonten. Und bei aktiven Bestandskonten wissen wir, dass es bei Vermehrungen, also das ist der nächste Schritt, den wir uns überlegen müssen, ob es sich um eine Vermehrung oder eine Verminderung handelt. Und bei aktiven Bestandskonten wissen wir, dass es, wenn es sich um eine Vermehrung handelt, die Verbuchung im Soll erfolgt. Und wenn es sich um eine Verminderung handelt, die Verbuchung im Haben erfolgt. Und jetzt versuchen wir das einmal umzulegen auf diesen Geschäftsfall. Um was handelt es sich bei der Kasse? Um eine Vermehrung oder eine Verminderung? Also die Kasse bekommt ja Geld hinzu. Das heißt, wir sprechen hier von einer Vermehrung. Das heißt, wir wissen, auf dem Kassakonto haben wir eine Vermehrung. Somit müssen wir diese 2000 Euro im Soll verbuchen. Und die Bank, also das Bankkonto wird weniger, also es ist weniger Geld auf dem Konto drauf. Aus diesem Grund haben wir hier eine Verminderung und dementsprechend müssen wir die 2000 beim Bankkonto im Haben verbuchen. Ja, und somit sind wir auch schon am Ende dieses Geschäftsfalles angelangt. Dementsprechend lautet dann der Buchungssatz 2700 Kasse an 2800 Bank mit einem Betrag von 2000 Euro, weil Umsatzsteuer haben wir ja in diesem Fall keine zu berücksichtigen, weil umsatzsteuerfreie Transaktion.
Ja, und somit sind wir dann auch schon am Ende dieses Videos angelangt und mit der Verbuchung dieses Geschäftsfalles. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch bzw. über ein Abo unseres YouTube-Kanals Business Fragen.